Was ich auf jeden Fall eigentlich nur sagen wollte, ich habe weit über Steam ausgeholt, aber den neuen, also den Ubisoft Game Launcher, der hat sich meiner Meinung bzw. meines Wissens nach in den letzten halben Jahr fünfmal verändert oder so. Der ist immer ein bisschen tacken moderner noch geworden. Ja, aber es wurde besser damit auch. Das muss ich dazu sagen. Und mittlerweile muss ich sagen, finde ich den echt gut. Du hast deine ganzen Spiele in der Übersicht, du kannst dir diese Aktion und Belohnung direkt nebenher aufrufen. Und was ist, du kannst mittlerweile die Spiele downloaden. Folgendes. Ich habe mir neulich den Spaß gemacht und habe mir Need for Speed Most Wanted mit Uplay Launcher und Steam verknüpft. Mit Shift-Tab kann ich Steam aufmachen, mit Shift-F1 mache ich Origin auf und mit Shift-F2 mache ich den Uplay-Dingens auf. Es ist abartig, echt, hey. Drei Overlays ist einfach zwei zu viel. Stahlproduktion läuft wieder. Gratulation. Wobei, wir haben jetzt noch 25 Minuten. Und wenn ich hier das so anschaue, dann also es wird knapp. Aber wir haben ja gesagt, wenn, dann überziehen wir ein bisschen. Hier ist noch viel zu tun. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Ich wollte noch die Pharmazeutika ausbauen. Ja, aber ich finde es halt schön, dass man auch wirklich die Spiele jetzt downloaden kann und so. Das ist schon. Das ist schön, wenn man eine dementsprechende Internetverbindung hat, ja. Ich brauche hier oben Beton, verdammt, das habe ich vergessen. Einzige, was ich nicht so finde, dass. Ja, ich sag mal, anstatt Steam Cloud, Ubisoft Cloud meinetwegen, funktioniert nicht immer, wie sie sollte. Das ist richtig, da habe ich auch schon ein paar Macken gefunden. Also wie gesagt, mein Interzellenspeicherstand, ich war in der vorletzten Mission, der ist komplett weg. Mein Assassin's Creed Brotherhood, jetzt der North Relevations, ist auch komplett weg, also ist wirklich, finde ich, nicht toll. Ich hatte Siedler 7 auch damit verknüpft. Das hat auch nicht funktioniert. Also ich habe das damals ja gesehen, ich habe Siedler 7 die Kampagne komplett durchgehabt und habe dann den Rechner neu aufgesetzt. Da gab es auch einen Haufen Blog-Einträge und so, weil ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt sehr lange nicht da, erinnert euch vielleicht. Und danach habe ich es wieder installiert und wollte es weiterspielen. Von der Cloud her war alles weg. Ich musste alles von der alten Platte auf die neue rüber kopieren und dann wurde es wieder angeblich in die Cloud gespeichert. Aber. Also ich habe den Spielstand zwar wieder, aber es ist. Ja, irgendwie seltsam. Ist schon die zweite halbe Stunde rum? Ja. Wann kam der Speicherstand dafür? Schon eine ganze Weile her, ungefähr 7 Minuten. Dann war ich wahrscheinlich am Desktop. Wirklich. Ob wir jetzt in der halben Stunde noch die Bauphase schaffen? Ich schätze mal, dass es ganz knapp nicht ausgehen wird. Ja, da hängen wir einfach ein paar Minuten dran, ne? Also, das machen wir jetzt echt zu Ende. Dafür fangen wir nicht noch eine Aufnahme an. Denke auch nicht, nein. Da sind andere Sachen wichtiger. Verdammt. Ist hier zu wenig Stahl. Und? Sind Sie noch im Zeitplan? Ich meine, so ein Monument ist ja klar ein großer Aufwand, aber das frisst Stahl ohne Ende, ganz ehrlich. Ich habe jetzt hier 4 Stahlwerke reingepflanzt noch. Weil wir so viel Eisenwaren hier haben, dann können wir die verarbeiten. Was ich aus dem ganzen Haufen Sand mache, weiß ich noch nicht. Aber ich brauche jetzt erstmal Stahlträger oben, weil sonst habe ich ein Problem. Also auf Necro 33.
Übrigens fürs nächste Szenario, die viel Kommentarschreiber, zum Beispiel der Obner oder wen haben wir jetzt noch aktuell bei viel Kommentarschreibern? XXBigGPit und irgendwer war noch, mir gerade einfiel. Kosmos Krankmann schreibt auch viel. Momentan, ihr habt dann relativ sicher, also der Opto sowieso, aber die anderen auch, ihr habt relativ ziemlich sicher einen Fixplatz im nächsten Szenario, weil ihr einfach so wahnsinnig viele Kommentare schreibt. Also ein großes Dankeschön dafür und das, damit ist damit habt ihr eigentlich auch also ihr zeigt eigentlich jedes Mal wieder, wie schön einfach es eigentlich ist, ins andere Let's Play zu kommen und hier verewigt zu werden. Und ich finde es auch wirklich super, dass ihr die ganzen Kommentare schreibt, denn die Opner zeigt mir immer wieder, wie unfähig ich eigentlich bin. nein, also gewisse Baupläne der Tycoons, die ich so nicht kenne, zum Beispiel jetzt die Pharmazeutika, weil ich einfach im Privatspielstand Echo spiele und nie so weit war. Da hat er mir ein paar Tipps gegeben oder BigGPit schreibt regelmäßig Kommentare bezüglich den Gesprächsstoff, den wir bei der abliefern. Also wir haben wirklich das ist viel zu wenig Stahl, das gibt's doch nicht. Wir haben wirklich eine ordentliche Community mittlerweile und dafür muss ich einfach mal Danke sagen. Ja, von mir auch. Danke, Leute. Also, ihr habt mittlerweile echt eine Basis aufgebaut, mit der man als Let's Player arbeiten kann. Und wir haben aber nur unter Anführungszeichen 245 Abonnenten momentan. Aber dafür wirklich viele Treue. Was um einiges mehr wert ist als. Ja. Hey, ich habe 15.000 Abonnenten, aber. Nur 7.000 schauen meine Videos. Genau, 7.000 schauen meine Videos. Die anderen sind irgendwelche Liker. Also normalerweise sagt man ja so ungefähr 10% der Zuschauer schauen alle Videos. Also ich weiß jetzt zum Beispiel auch von Diopner, dass der Portal 2 nicht schaut, weil er schon bei vielen anderen Let's Playern gesehen hat. Habe ich auch kein Problem damit. Portal 2 Let's Playt wirklich jeder und wir wollten es halt, also ich wollte es halt auch drinnen haben, weil es einfach. Also ich bin der Ansicht, bei Let's Plays gibt es so ein gewisses Standardrepertoire und Portal 2 gehört eindeutig dazu. Und deswegen wollte ich es drinnen haben. Ich denke zwar auch, dass Minecraft zum Standard-Repertoire gehören sollte, aber nachdem ich mir ja geschworen habe, nie ein Video zu machen und ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf habe, Minecraft-Let's Play zu machen, wird das definitiv nicht kommen. Soll ich euch was und sagen, Leute? Freut euch darüber. Ja, es gibt einfach zu viele, die dieses Spiel sehen. Wenn ich damit anfangen würde, würdet ihr nichts anderes mehr sehen. Doch schon, weil nach spätestens 3 Wochen gebe ich es auf. Ach, nee, ich gehe wahrscheinlich nicht mehr zur Arbeit oder so. Oh Gott. Du errätst nie zu wenig Beton und zu wenig Stahl. Das gibt's doch nicht, ey. Ist mal was Moment. Ist Monument? Was? Ist nein, Monument, ich oben oder? für meine Pharmazeutiker. Oh. Ihre Baustelle scheint gut organisiert zu sein. Ich zweig immer nur so viel ab, dass die Baustelle schön auskommt, also. Durch die zusätzlichen Stahlwerke kommen wir das relativ leicht auch hin. Ich frage mich nur, was wir mit dem Sand und dem Basalt machen sollen. Können wir Sand nirgendwo verwerken? Doch für Beton. Hm. Den Sand müssten wir langsam wo verkaufen, weil das wird nämlich langsam ein bisschen viel. Mein vielversprechendster. So, was haben wir noch zu plaudern momentan gerade? Wir sind schon wieder im Minus von 1600.
Gerade eben waren wir noch im Plus, glaube ich. Also gerade eben ist auch schon eine Weile her, aber. So, damit ist die Pharmazeutika-Produktion erhöht. Ach du Schande. Ach übrigens, wir haben einen Haufen neuer LOL-Spieler, die auch regelmäßig den TS benutzen. Aber nichts, was irgendwie dauerhaft im Clan bleiben würde. Was ist denn mit Maike? Ich habe sie gefragt, aber sie hat mir noch keine Antwort gegeben. Weil die Einladung stand sogar schon, als ich noch gespielt habe. Und das ist, wie du es jetzt sagtest, im November gewesen. Hat mich damit abgefunden, dass ich hier keine Frau finde. Die ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, sie einzuladen, aber bislang hat sie dann noch nicht zugesagt. Also. Da wäre dieser Job zu erledigen, falls Sie Zeit haben. Willst du ein Schiff kapern? Mhm. Ich gebe es ungern zu, aber hierbei könnte ich Hilfe gebrauchen. Nichts für ungut, aber haben Sie in meiner Angelegenheit schon etwas erreicht? Du hast mir das gerade gegeben, hat doch geklappt. Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Was du an die Silvester? Ich werde wahrscheinlich hier feiern. Ich wurde endlich in die Abteilung 7 versetzt. Jetzt darf ich auch in den neuen Hightech-Labor. Recht viel mehr werde ich nicht kommen. Denn ich weiß ja jetzt, dass ich da die Woche frei habe und ich weiß auch, dass ich mit Mirna irgendwann nochmal eine Woche Urlaub haben werde und da wird das eine oder andere Event starten und da werde ich Vorbereitungen treffen müssen. Nachdem ich nicht während der Arbeitszeit Vorbereitungen machen möchte, wie beim letzten Mal. Unsere Forderungen herunterzuspielen, wäre ein schwerer Fehler. Wir haben noch eine Raketenbasis. Ja, jetzt müssen wir die auf Coruscant bauen, weil wir die vorher auf Morgana's Triumph gebaut haben. Finde ich super. Echt drauf. Gut, dass ich nicht auf dem Desktop war und das Schiff jetzt auf 30% runtergeknallt hat. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Dann bringen wir das zum Abschluss. Du hattest doch gesagt, du übernimmst es. Ja, ich war aber kurz auf dem Desktop und die Colossus haut halt rein. Hat das noch 30 gehabt, genau richtig. Eben noch immer so wenig Pharmazeutiker, ich verstehe es nicht. Ich produziere doch so schön. Aber anscheinend zu wenig. Ach, deswegen. Mir fehlt eine Anbindung. Oh Gott. Okay. Alvinsche Ionen Cut baut wie noch? Der hydroelektrische Kraftwerk baut auch 40 Minuten. Wie lange braucht das Monument noch? Keine. Soll ich die Raketenbasis bauen? Ja, Pause. Wo hast du dir jetzt hingepflanzt? Schön AKWs.